Recht herzlich willkommen in der fünften Folge von Astronea auf meinem Kanal. Mein Name ist Hans Reiter und wir sind hier unterwegs und müssen, nachdem wir den Harz geholt haben, dann schauen, wie wir da weiter vorgehen. Gucken wir mal nach dem Intro, was wir hier tun müssen. Wo sind jetzt die Plattformen? Oh, ich habe eine ganze Runde gedreht und die war neben mir. Okay, sag ich mal, bis gleich nach dem Intro. So, dann gucken wir doch mal hier rein, was hier so Sachlage ist. Bereitstellung, Sammlergemisch, Sammlerharz haben wir gemacht, können wir abschließen. Okay, da gab es irgendwie welche Sachen, die da jetzt hinter uns liegen, und dafür den Status der Extraktion. Okay. Fülle ein kleines. Haben wir wohl auch gemacht, dann können wir das auch abschließen. Und dann gibt es hier Aufdrucken, Drucke mittleren Drucker, baue mittleren Drucker in Plattform ein. Haben wir hier noch? Entsperre, Drucker und befestige. Okay, wir machen erstmal das hier. Zack, das wollten wir jetzt verfolgen. Das bedeutet, hier einmal raus. Hier sind ganz viele Sachen hingeflogen. Mittelgroße Plattform haben wir da jetzt. Da weiß ich auch nicht, wo wir die hinbauen wollen. Ne? Wahrscheinlich braucht die Strom. Ich würde die jetzt mal hier hinbauen. Und F drücken zum Halten, damit die gebaut wird. Ja, da gibt es Strom auf jeden Fall. Den schließen wir jetzt mal hier an. Und dann haben wir da noch was. Mittelgroßes Lager. Okay. Das Lager würde ich jetzt hier nebenstellen wollen. Und bauen wir natürlich auch auf. Das ist das Lager. Und wenn wir schon das Lager hier haben, dann können wir natürlich auch unseren Rucksack gerade mal ein bisschen lüften. Da noch was hin und das kommt da auch noch hin. So, dann haben wir das erledigt. So, jetzt haben wir noch eine Position da frei und unseren ganzen Rucksack natürlich noch, ne? Immer ein bisschen was Gemischtes hier. Graphit war da auch noch. Da ist nochmal Graphit, den nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit. Und das Gemischte auch noch ist voll. Ist voll. Gut. Da hinten haben wir noch eine Plattform, die nehmen wir dann auch noch weg. Die würde ich jetzt mal hier irgendwo hinbauen wollen. Und stromtechnisch kann ich den hier anschließen, oder? Muss ich nur so ein bisschen aufpassen, wo ich langlaufe, ne? Okay, das Ding ist auch erstmal fertig. Sehr gut. Sperren. Liefert Strom, liefert Sauerstoff, wenn er an einen Oxygen. Okay, gut. Jetzt, was machen wir jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Müssen wir gerade mal lesen. Aufdrucken. Drucke mittleren Drucker, okay. Muss ich den hier machen? Sauerstofffilter, kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, kleiner Drucker. Ja, den gibt es hier nicht, dann ist das wohl da nicht dran, da zu bauen. Dann müssen wir wahrscheinlich diesen Drucker hier nehmen. Mittelgroßer Drucker, da ist er doch schon. Gemisch braucht man dafür, das haben wir auch auf dem Rucksack. Das ist doch schon mal gut, oder? Jetzt baut er den da. Gut, sehr schön. Wie war die Aufgabe? Aufdrucken. Drucker, mittleren Drucker, baue mittleren Drucker in Plattform ein. Okay. Jetzt muss ich den mittleren Drucker in Plattform einbauen. Und F drücken und halten, damit er gebaut wird. So, dann haben wir die Mission geschafft. Einmal hier abschließen. Wunderbar. Schmelzend heiß ist die neue Mission.
Umrüsten, entsperre Drucker und befestige den Boost-Modus am Geländer. Nö, nee, das will ich jetzt nicht. Entsperre und drucke Schmelze um für Edelaterriten. Nee. Drucke und verbinde kleinen Generator mit Energienetz. Oh, das hört sich cool an. Kleinen Generator habe ich, glaube ich, eben schon gelesen, oder? Dann können wir das mal machen. Kleinen Generator. Der war doch hier, oder? Da ist er. Den drucken wir jetzt. Gut, kleiner Generator ist jetzt hier drinne. Wo ist denn der jetzt? Ja, ich sehe ihn. Aber irgendwie ist er versteckt oder was? Aha. Ja. Sehr interessant, dass der da so sitzt, ne? Da kann ich nicht anschließen. Kann ich ihn an der Plattform anschließen? Nein. Okay, das bedeutet, ich muss den woanders hinsetzen. Da sitzt er nicht gut. Warte mal, der kleine Generator, kann ich den denn, ist der so, dass ich den mitnehmen kann zum Tragen? Und der macht mehr Sauerstoff? Nee, der macht mehr Strom, der macht ja keinen Sauerstoff. So ist schon mal gut, oder? Aktuelle Druckerverbindung, kleiner Generator. Hab ich alles gemacht, was ich machen soll. Der ist am Stromnetz auch angeschlossen. Das war, glaube ich, die Aufgabe, oder? Wunderbar. Und dann können wir die hier abschließen, die Geschichte. Da gibt es schon wieder was. Schmelzend heiß. Notbatterie, Akku vollständig aufladen. Batterien speichern Energie und können helfen, die Produktion am Laufen zu halten. Ich mach das mal, weil das interessiert mich jetzt. Was muss ich machen? Ist das eine Batterie, die da gekommen ist? Große Plattform ist das, okay. Okay. Die packen wir doch mal hier hin, oder? Die ist dann schon angeschlossen. Gleich. So, und jetzt habe ich diese Plattform gebaut. F wäre sperren, ne? Das bringt mir nichts. Was ist das denn hier jetzt für ein Ding? Eine kleine Batterie. Kann ich die hier drauf packen? Ne, warte mal, lass mal gucken. Der Generator ist da. Die steht da ja so selbstständig schon, ne? Jetzt lädt die auf, oder? Sehr schön. Das sieht doch gut aus, oder? Die lädt auf, das ist bestens. So, was will der jetzt mir hier damit sagen? Notbatterie, Akku vollständig aufladen. Achso, das macht er gerade. Na, das sind 5, das müssten 8 sein, das heißt noch 2. So, die letzte läuft, dann haben wir es, oder? Sehr schön, dann können wir hier abschließen. Entsperre Drucker und befestige den Boost-Modus am Geländewerkzeug. Entsperre Drucker. Was muss ich denn jetzt hier machen? Nee. Jetzt muss ich das Boost-Werkzeug erstmal haben, ne? Forschungskatalog, Missionslogbuch, Kompass, Missionslogbuch. Umrüsten. Abreiben, um tiefer, schneller und besser zu graben. Gegenstand, Erdzentrifuge. So, die kriege ich dann, okay. Gut, dann müssten wir jetzt gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Das weiß ich natürlich nicht. Die Wumme gibt's bei E, ja. Kann ich die... Ja, kann ich mir speichern, schade. Ich steck sie mal weg. Ich muss sie mir erst angucken irgendwie, aber wie? Wie kann ich die denn upgraden?
Arbeitslicht, kleine Batterie, Verlängerung, kleiner Drucker, Verbindung, Sauerstofffilter, kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer, Arbeitslicht. Kann ich machen, fehlt mir was. Ja, das weiß ich jetzt nicht, was sie da machen können, ne? Mittelgroßer Drucker, Sauerstoffmacher. Keramik, Aluminium, Verlängerung, da brauchen wir Kupfer für. Verteiler, da brauchen wir Graphit und Kupfer für. Mittelgroße Platte, großes Lager, Roversitz. Kleiner Kanister, Arbeitslicht. Sauerstoffmacher. Kann ich was bauen? Sieht nicht so aus. Okay, da kann ich erstmal nichts machen. Hier sind wir schon mal so weit, dass das schon mal läuft. Aber diesen Generator, den braucht man gar nicht hier ans Netz anschließen, ne? Das ist so ein Ding, das könnte ich auch unterwegs machen. Dann braucht nur Biomasse, ne? Und dann kann man auch woanders Strom machen. Sehr gut. Gut, jetzt bin ich gerade überfragt, wie ich diese Wumme upgraden kann. Also da kann man ja auch einiges reinstecken, so wie man sieht, ne? Beziehungsweise, nee, das sind ja die Lagerplätze. Aber wie kann ich das Teil erweitern? Arbeitslicht. Einen kleinen Drucker könnte ich machen, Verbindungen könnte ich machen. Sauerstofffilter kann ich nicht machen. Kanister geht nicht. Kleiner Generator wird wieder gehen. Leuchtfeuer. Den kleinen Generator kannst du machen und den kannst du sogar im Rucksack behalten. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt bin ich gerade überfragt, wie meine nächste Aufgabe zu lösen ist. Umrüsten. Entsperre, drucke und befestige im Boost-Modus am Geländewerkzeug. Entsperre, drucke und befestige im Boost-Modus am Geländewerkzeug. Warte mal, hier haben wir ja noch so ein weiteres Menü hier. Was ist denn das jetzt hier? Verbindung? Sauerstofffilter, Sauerstofftank, tragbarer Sauerstoffmacher. Da geht nichts. Was ist das? Kleiner Drucker. Verpacker. Einebnungsblock. Da gibt es nichts mehr. Warte mal, da muss ich jetzt so gehen, dann komme ich da rein. Das hatten wir aber schon gerade, ne? Dann das. Kleiner Kanister, Läufer, Arbeitslicht, Leuchtstäbe, Flutlicht. War da schon alles? Kleiner Kanister, ja. Kleiner Generator, Energiezellen, kleine Solarmodul, kleine Windturbine, kleine Batterie. Was gibt's denn noch so? Boost-Modus. Entsperre, drucke und... Aha, da ist der Boost-Modus. Erforsche Boost-Modus. Aha. Wie kann ich das denn jetzt erforschen? Rate 0, also da muss ich irgendwie eine Forschungsstation bauen oder was? Da brauche ich Zink, alles klar. Okay, da müssen wir jetzt in die Landschaft gehen und Zink suchen, ne? Okay, gut. Dann wissen wir das schon mal. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir brauchen Zink. Wo ist Zink? Wir waren da hingegangen. Dann würde ich jetzt tendenziell sagen, wir gehen mal diese Richtung, oder? Diese Stückchen habe ich noch, Verbindungen habe ich noch. Dann muss ich jetzt D drücken und kann hier einen hinpflanzen. Kann weitergehen. Hier geht es runter. Und da gibt es Gemisch, ne? Ja. Kann ich mit der Wumme denn jetzt hier irgendwie auch umgekehrt arbeiten? Wie stelle ich die denn um? Nee, das war es nicht.
Ich hatte doch vorhin so einen Ring gemacht hier, ne? Okay, Sauerstoff, ja. Wir gehen mal ein Stück zurück, dann kriegen wir wieder Sauerstoff, ne? So, dann müssen wir hier wieder einen Tee machen. Dann klappt es auch mit der Luft. So, jetzt habe ich dieses Teil hier. Und würde jetzt aber gerne nicht wegmachen, sondern hinmachen. Ich will jetzt hier eine Brücke bauen. Die geht aber nicht, ne? Jetzt müsste ich den umschalten irgendwie. Das war springen. Das Teil kann ich hier irgendwie mit der Forschung machen. Das ist das. Quest-Logbuch sozusagen. Das ist meine Kiste hier. Aha. Was kann ich denn jetzt hiermit machen? Nix, ne? Okay. Ich glaube, da kann ich noch nicht weiter dann. Also aufbauen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier rumlaufe, ne? Und hier hinlaufe, ne? Kann ich jetzt hier einen Tee bauen und das reicht? Nee, tut's nicht. Schade. Vielleicht reicht's, wenn ich das hier mache. Ja, wunderbar. Irgendwann kann ich dann da auch rumlaufen, bestimmt. Also rumbauen. Gut, dann gehen wir jetzt. Ist das die richtige Richtung? Ja, so ungefähr da hoch wollten wir. Gucken wir mal hier hoch. Da gibt es auf jeden Fall Gemisch. Und jetzt habe ich keine Teile mehr. Kann ich die jetzt hier drucken? Verbindung. Dann bauen wir die gerade hier. Okay. So, das hat geklappt. Das Teil wieder einpacken. Wir gehen ein Stück weiter, wenn wir können. Da passt einer. Wir gehen noch ein Stück weiter. Wo kommen wir hier hin? Da oben ist was, auf jeden Fall. Okay, das war jetzt nicht der Top-Weg. Da geht der Sauerstoff auf jeden Fall wieder. Wir gehen hier lang. Haben schon wieder keinen Teil mehr. Und ich weiß nicht, was das hier ist, aber sieht nach grünen Pflanzen aus. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.